Hey ho Leute und willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Und zwar haben Pet und ich gedacht, wir haben es ja schon ein wenig angekündigt gehabt, dass wir einen Livestream starten. Und zwar am Freitag, den 15.02. um 19.30 Uhr. Was genau soll da ablaufen und wie komme ich da hin? Wie? Ist ganz einfach. Ihr nehmt eure Maus hier, ne? Und klickt hier oben auf Twitch. Das ist ganz einfach, funktioniert auch in 99,99% aller Fälle. Und dann gelangt ihr hierhin. Das ist unsere Twitch-Streaming-Seite. Er ist jetzt offline, komischerweise. Es wird auch noch ein bisschen überarbeitet. Das Design passt hier jetzt gerade nicht wirklich rein. Hier wird dann ab ungefähr 19.30 Uhr, wir werden da ein bisschen eher anfangen oder ein bisschen später, kommt halt drauf an. Wir müssen da noch ein bisschen was testen. Und was genau wir machen wollen, ist noch nicht ganz sicher. Da seid ihr wieder gefragt. Wir hatten euch ja schon mal gefragt, was wir machen können. Und wir wollen jetzt nicht fix sagen, wir werden jetzt das und das machen oder jenes. Sondern ich nenne jetzt hier ein paar Sachen. Und wir können das auch spontan im Stream entscheiden. Doch wäre es ganz nett zu wissen, worauf ihr am meisten Lust hättet, damit wir das wenigstens einigermaßen vorbereiten können. Und zwar haben wir uns gedacht, das wurde ja auch schon gesagt, dass wir eventuell im FM neuen Spielstand anfangen mit einer reellen Mannschaft, die ihr bestimmt und dann halt Transfers, Aufstellung, bla bla bla, könnt ihr alles bestimmen. Ist ja im Livestream sehr einfach machbar und würden wir auch gerne machen. Oder, was auch möglich wäre, wäre FIFA 13 online gegen die Zuschauer. Das halte ich auch für ein sehr interessantes Projekt. Wenn ihr das wollt, schreibt es in die Kommentare und meldet euch dann gleich auch für ein Spiel gegen uns, damit wir schon mal einen groben Überblick haben, wie viel Leute überhaupt zum einen zusehen und zum anderen mitspielen wollen. Dann der gewünschte Bundesliga-Talk können wir auch machen, ist am Freitag, das heißt der Samstag und der Sonntag kommen ja dann logischerweise nach einem Freitag meistens noch und wir können dann halt über... Ja, wir können ja quasi unsere Matchprognosen abgeben, den weiteren Saisonverlauf. Weiter ist noch möglich, zum Beispiel WWE 13 kann man ja auch online spielen. Also es sind da keine großen Grenzen gesetzt. Von daher sind wir jetzt hier auch ein bisschen auf eure Mithilfe und eure Ideen angewiesen. Schreibt uns also in die Kommentare. Zum einen, was würdet ihr gerne sehen? Zum anderen, wollt ihr mitspielen, das heißt zum Beispiel bei FIFA oder WWE 13 oder und schaut ihr zu, das ist wichtig, dafür müsst ihr jetzt nicht unbedingt in die Kommentare schreiben, sondern liked das Video irgendwas, damit wir wissen ungefähr, wie viele Leute zuschauen. Ich meine, wir werden auf jeden Fall streamen, das hilft uns, ein wenig sicherer in der Sache zu werden. Es freut uns natürlich über jeden einzelnen Zuschauer. Unser Ziel ist es erstmal, die 10 Zuschauerhürde zu überschreiten. Wenn wir das schaffen, sind wir schon glücklich und feiern da erstmal ein bisschen. Allgemein zum Stream ist zu sagen, dass wir noch Menschen sind oder immer noch Menschen sind. Den Gottmodus haben wir leider noch nicht erreicht. Und uns auf jeden Fall einige Fehler unterlaufen werden. Das bitten wir dann in dem Sinne auch ein bisschen zu entschuldigen. Auch ist die Audioqualität... ist jetzt nicht grottenschlecht, aber sie ist jetzt halt auch nicht die beste. Was daran liegt, dass das Stream-Programm nur in der Testversion momentan bei uns vorliegt. Da wir am Anfang jetzt noch nicht gewillt sind, alle 3 Monate die Lizenz zu verlängern, es lohnt sich für uns so noch nicht und außerdem ganz am Anfang möchten wir erstmal mit dem Programm und dem Streamen an sich zurechtkommen. So, sollten noch Fragen sein, schreibt sie gerne in die Kanalbeschreibung. Ich bin heute wieder klasse. In die Videobeschreibung. Ich bin hier fertig. Wir freuen uns, wenn ihr am Freitag 19.30 Uhr zuschalten würdet. Bis dahin.